Und schon wieder zurück bei Blackguards 2. Wir stehen kurz vor dem Sturm auf Mengbilar. Wir haben immer noch Tykates hier in unserer Zelle. Und bevor wir jetzt Mengbilar angreifen, versuche ich jetzt einfach, wir haben nirgendwo mehr Informationen zu ihm gefunden. Vielleicht habe ich auch irgendwas noch falsch gemacht oder nicht gemacht oder nicht richtig gemacht. Und deswegen haben wir keine weiteren Informationen bekommen. Wir versuchen es einfach. Bereitet mein Gesicht euch Unbehagen? Weißt du, wer ich bin? Ich brauche Antworten. Ja, ich brauche Antworten. Wir machen ihm einfach ein Angebot. Ich glaube, lügen oder einschüchtern, ich weiß es nicht. Ach so. Puh. Zerstören oder? Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Ine, mine, mu und raus bist du. Helft mir und ich schenke euch die Katakomben von Mengbilla. Ihr werdet dort tun und lassen können, was ihr wollt. Ist das alles? Er redet. Den Palastgarten habe ich schon anderswo versprochen. Ja, Meister Schöpfer, ich weiß nicht, ob ich das schon woanders versprochen habe. Ihr liebt doch Geheimnisse. Ich könnte das ein oder andere mit euch teilen. Ich bin elektrisiert, aber nicht alle Geheimnisse sind interessant. Worum geht es? Der Tod, er ist doch so mit dem Tod. Ein Geheimnis über den Tod. Darüber habe ich einiges zu sagen. Das hier ist sinnlos. Naja, so viel dazu. Verdammt! Lasst ihn gehen. Tschüss. Na gut, wir kommen auch ohne ihn zurecht. Gut, Mengbilar, es wird Zeit. Verteidigungsanlagen 2. Gucken wir mal. Endlich stand Cassia vor den Toren ihrer Heimatstadt. Kalt blickte sie auf die glänzenden Kuppeln und Türme herab, die Hände in den Ärmeln, um zu verbergen, wie sie zitterten. Da wären wir also. Die Stadt ist ruhig. Seht ihr die Katapulte auf der Anhöhe? Schickt eine Handvoll meiner Söldner dorthin. Besser, die Felsen fliegen unseren Gegnern um die Ohren als uns. Guter Plan, guter Plan. Wer führt den Stoßtrupp? Ja, wer führt den Stoßtrupp? Wie immer ist es Naurim. Assassine, wir nehmen mal. Sollen wir den Ogre mal mitnehmen? Nur so zum Spaß, wobei der kann sich halt wirklich schwer manövrieren. Ich glaube, auf einer Stadtmauer, ich weiß es nicht. Auf einer Stadtmauer hätte ich wahrscheinlich lieber Soldaten, die sich leichter bewegen können. Dip, 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 machen wir das so. Vielleicht kann man den Schwarzoger ja dann beim Sturm mitnehmen. So, was haben wir jetzt hier? Oh, Katapulte, Tatsache. Hä? Nee, Moment. Ganz viele Kisten, wahrscheinlich ganz viel Verstärkung noch. Alles klar, kann ich die nicht einfach anzünden? Das wäre wahrscheinlich einfacher. Oh, hier sind Hebel. Alles klar, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, Assassine machen wir mal hier in die Ecke. Ihn hier hin. Zusammen mit den Schwertkämpfern. Ah, warte, anders. Assassinen machen wir hier hin. Naurim machen wir hier hin. Einmal hier, Schwertkämpfer. Bogenschütze, Schwertkämpfer. Magier und noch ein Bogenschütze. Also gut, drehen wir diese zweckmäßig gearbeiteten Katapulte zur Mauer. Am besten überlasst ihr das dem Zwerg. Ich habe das Gefühl, er ist mit der Ingenieurskunst nicht so einverstanden. Drehe die Katapulte um 180 Grad und versuche so viele Schüsse wie möglich abzugeben, mindestens zwei, um den Hauptangriff im Westen der Stadt zu unterstützen. Danach begib dich mit allen Kämpfern zur Fluchtzone. Ja. Alles klar. Oh, der hält aber einiges aus. Björngrosch! Ta, 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 ta. Werden euch erlassen. Alle Sünden werden vergeben. Erneut.
Platz an der Seite des Großemirs sein. Schwört der Verräterin ab, oder der Bann des Schweigens wird euch treffen. Aha, da versucht er schon unseren Leuten Angebote zu machen. Na gut, die Problematik, die ich da sehe, ist, wir hatten ja ohnehin so unsere Schwierigkeiten mit der Stummen Legion, ihr erinnert euch vielleicht. Und es könnte natürlich sein, dass sie da durchaus empfänglich für sind. Das ist ein Problem. Das könnte Schwierigkeiten mit sich bringen. Ganz dezente. Denn so wirklich zufrieden waren sie mit unserer Führung ja nicht, besonders Faramut. Ich will mal hoffen, dass sie zumindest noch für den Sturm auf Mengbila zur Verfügung stehen. Ansonsten haben wir nur die... uns würden dann quasi die Bogenschützen und die Fernkämpfer fehlen. Aber unseren Assassinen haben wir ja deswegen trotzdem. Und unseren... den Assassinen haben wir ja deswegen trotzdem. Ja, der versucht jetzt hier in einer Tour Angebote zu machen. Ja, ist ja doof, ich stehe zu nah dran. Oh, doch noch getroffen, schön. Ja, das wäre zu heftig. Ich gucke mal, ob ein Dreier vielleicht. Ja, den könnte ich dann aber, würde auch unseren Zwerg... Nee, dann lassen wir das lieber. Der hier hat noch volle Lebenspunkte. Der hier, glaube ich, auch. Haben sie uns direkt hier vorne in einen ordentlichen Kampf verwickelt. Und das merkt man dann schon, wenn die anderen Charaktere nicht mit dabei sind, vor allen Dingen unsere Magier, die eben den Acceleratus mitgeben. Aber den Acceleratus würde ich mir gerne wirklich aufsparen für später, wenn ich da ehrlich bin. Aua. Ich würde den Feuerball gerne hier reinsetzen, aber da habe ich keine Sichtlinie. Ich glaube, die bekomme ich auch nicht, wenn ich hier hingehe. Vielleicht. Ich kann die Sichtlinie nicht prüfen mit den Magiern. Das ist ein bisschen doof. Mit den Bogenschützen kann man das prüfen. Oh ja. Na, schade. Egal. Was? Ein Kurier? Okay, alles klar. Den Kurier schnappen wir uns auch noch. Ich weiß nicht genau, wo der hinlaufen will. Das ist... Ich schick mal den Assassinen. Ich will den Kurier trotzdem abfangen, auch wenn wir eigentlich in der letzten Schlacht sind. Ich glaube, der Kurier, der hat nur besondere Gegenstände bei sich. Also im Sinne von wahrscheinlich Ausrüstung und sowas. Ansonsten ist der, glaube ich, zu nichts nutze. Dennoch... Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, dass er gerade hier auftaucht. Weil ich eigentlich gedacht habe, das wäre die letzte Schlacht. Aber anscheinend ja nicht. Na gut. So, Naurem geht mal hier an das Rädchen. 10. Oh, kann ich nicht den kurieren? Tatsache, 15. Naja, gut. Joa. Ganz passabel. Er ist losgelaufen. Ist jetzt genau in Reichweite des Assassinen. Hochlebe die Befreierin!
Ja, richtig. Genau so soll's sein. Adios. Ach nee, das war ja gar nicht... Oh, das war ja gar nicht der Zwerg. Oh, ich bin so doof. Ich bin ja mit ihr vorgerannt. Ja, ja, okay. Okay, wir sollten, glaube ich, schon mal anfangen zu drehen. Oder gehe ich mit ihm jetzt erstmal... Na komm, wir fangen mal an zu drehen. Oh. Ach so, muss ich wieder dreimal oder so. Ja, ja, okay, alles klar. Alles klar, dann gehe ich mit ihr mal hier vorne hin. Dann war das doch gar nicht so schlecht, dass sie da rumstand. Dann kann ich mir nämlich da hinten den schnappen vielleicht. Mit einem Flammenstrahl. Ein Bogenschütz weniger. So. Wo ist denn eigentlich unsere Fluchtroute? Hier unten. Dass wenn wir uns hier in der Ecke aufhalten, kann das eigentlich gar nicht so viel passieren. Ach, das sind unsere Leute. Oh. Oh, hätte das sein können, dass wenn wir mit Cassia... geplündert hätten, Leute hingerichtet und nie böse gewesen wären, dass die dann auf der anderen Seite in den Kampf eingegriffen hätten. Hochlebe die Befreierin! Hochlebe die Befreierin! Jawohl, geht mal hier zu den Katapulten und dreht mal hier ordentlich. Also das ist der Assassine. Und dann kann er drehen. Und dann muss ich hier wahrscheinlich drehen, um zu schießen. Alles klar. Verstehe ich. Verstehe ich. Dumme Legion! Dies sind die Worte des ersten Kyrios! Schwört Cassia von Thanos ab und alle Strafen werden euch erlassen. Alle Sünden so. Werden vergeben. Erneut soll euer Platz an der Seite des Großemirs sein. Schwört der Verräterin ab oder der Bann des Schweigens wird euch treffen. Ah. Na, hier kann ich noch keinen von den beiden erwischen. Wenn ich hier stehen würde, schon. Das macht mich glücklich, dass wir hier jetzt Unterstützung durch die Bürger haben. Ich werde sie nicht nach vorne schicken. Ich glaube, dafür sind sie nicht ausgebildet genug. Guck mal, die haben einen halben Stern. Also kämpfen können sie nicht wirklich. Aber die können mir mit den Katapulten helfen. Das ist eine schöne Angelegenheit. Eins von sechs Zielen getroffen. Na, schau mal einer, guck. Dumme Legion. Die sind die Worte des ersten Kyrios. Hä? Achso, die muss erst nachgeladen werden. Das sind hier die Winde. Okay, alles klar. Nein, nein. Erneut soll euer Platz an der Seite des Großemirs sein. Schwört der Verräterin ab oder der Bann des Schweigens wird euch treffen. Das hätten sie ein bisschen besser darstellen können, wie denn die Winde zu bedienen ist. Oh, die Musik hat sich gerade geändert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht warten sollten. Habe ich denn hier noch eine andere Winde, die ich bedienen kann, um... Oh, dann haben wir drei Leute hier an der Winde. Achso, ich muss das jetzt wieder richtig drehen. Kannst du hier helfen? So. Und wie kann ich jetzt das... Ah, er lädt automatisch nach. Okay. Jetzt hat die Musik sich wieder ins Schlechte verändert. So. Zwei von sechs Zielen getroffen. Schwört Cassia von Thanos ab und alle Strafen werden euch erlassen. Alle Sünden werden vergeben. Erneut soll euer Platz an der Seite des Großemirs sein. Schwört der Verräterin ab
oder der Bann des Schweigens wird euch treffen. Ich frage mich gerade, ob das... 3 von 6 Zielen getroffen? Hallo? Hallo? Nicht 3 von 6 Zielen getroffen? Wirklich nicht? Nun gut. Nachladen. 4 von 6 Zielen getroffen. 5 von 6 Zielen getroffen. Und ich glaube, die ersten können sie jetzt schon wieder zurückziehen. Naurin bleibt da vorne und macht den letzten Auslöser. Wieso verändert sich denn jetzt die Musik ins Gute? Das verstehe ich nicht. Weil er getroffen wurde? Ist das ein positiver Effekt? Naja, will nichts gesagt haben. Ich nehme die Bürger natürlich mit. So, kommt, liebe Bürger. Es wird Zeit, in Sicherheit zu gehen. Ich habe im Lager Platz für euch alle. Und bald werden wir in der Stadt ganz viel Platz für euch alle haben. Ja, da kommt die Verstärkung. Aber die ist zu spät. 6 von 6 Zielen getroffen, es gibt nichts mehr zu zerstören. Dann, oh, weißt du was? Obwohl, ja, wir müssen ja sowieso auf den da oben warten. Sicherheit, mein Freund. Der da wird noch ein bisschen brauchen. Das da hinten ist ein... Ist das ein Magier? Nee. Aber der kann fliegen. Oh! Ja gut. Er fliegt in sein Unheil. Hältst du das für eine gute Idee? Also jetzt, ich meine es wirklich ernst. Hältst du das wirklich für eine sehr gute Idee, hier reinzufliegen? Ich weiß ja nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber... Es ist nur so eine... Hier. Für dich. Ja, die Bürger lasse ich jetzt nicht kämpfen. Nicht, dass sie nachher noch geschlagen werden und dann ist... Sowas meine ich zum Beispiel, den Passierschlag. Den er offensichtlich auch drauf hat. Aber wer stellt denn bitte schön auch seine Katapulte? Da muss ich jetzt wirklich mal eine Frage stellen. Wer stellt denn seine Katapulte vor die Stadt, damit sie umgedreht werden können? Das erschließt sich mir gerade alles nicht so wirklich. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, die ganze Taktik, die Marwan hier fährt, aber das zeigt ja eigentlich nur mal wieder deutlich, dass er kein guter Herrscher wäre und auch kein guter Herrscher sein wird in Zukunft. Denn jemand, der die Katapulte vor die Stadt stellt, damit der Angreifer die Katapulte nur umdrehen muss, um dann gegen die Stadt zu schießen. Die hätten vielleicht, guck mal, die sind ja auch gar nicht so groß, die hätten mit Sicherheit auf die Mauern von Mengbela gepasst. Da wären sie besser aufgehoben, dann hätten sie auch eine größere Reichweite gehabt. Na gut, ich werde ihn nicht in Frage stellen, er mag das ja auch nicht. Obwohl er ja schon eine gewisse... Er hat ja schon ein erstaunliches Ausmaß an Selbsterkenntnis gezeigt, das muss man ihm lassen. Er hat ja... Ja. Er hat ja auch gesagt, wer ist hier gut und böse? Also insofern, es ist... Ich glaube, er macht sich selber auch schon ein paar Gedanken darum, auch wenn er sich das natürlich nicht selber eingestehen kann und auch nicht eingestehen möchte. So wirklich zumindest, glaube ich. Ja, ich fürchte, er weiß, dass seine Herrschaft vorbei ist und das bedeutet, er wird wahrscheinlich zu allen Mitteln greifen. So nach dem Motto, wenn ich es nicht haben kann, dann soll es keiner haben. Nur noch du fehlst. Jetzt komm doch mal zurück, endlich. So. Ganze Truppe abgehauen. Weiter, immer weiter schießen. Ich hoffe, du kommst durch, Mädchen. 750 Abenteuerpunkte, meine Güte. Pylos, Chorspieß, oh, Magierschwert,
Und ein, ja, den Chorspieß hatten wir den nicht. Das ist doch hier der, den wir im letzten Spiel hatten, den Chorspieß. Währenddessen stürmte Cassias wilde Schar die nördlichen Ausläufer der Stadt. Niemand stellte sich der Legion in den Weg, niemand hielt sie auf. Erst als sie die Mauern des Sonnenbergs erreichten, sahen und hörten sie, was Marwan vorbereitet hatte. Vermutlich sehr, sehr viele Schöpferkreaturen. Wir haben eine große, ja, wir haben eine große Anzahl an Nahkämpfern. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich bin mal gespannt auf den Oger, was er so bringt. Oh, offenes Feld, das ist gut. Hier stehen, das sind aber nicht unsere Schützen, oder? Hier, die Mauer haben wir eingerissen. Oh. Ja, gut. Hier. Ja. Und da sind da ist eine Kreatur drin. Es wird mit Sicherheit aber nicht die einzige Kreatur bleiben, die hier erscheint. Mr. Schwarzoger, gehen Sie mal hier hin. Takate. Soberan. Cassia. Baramut. Und unsere beiden Schützen gehen mal auf diese Seite hier. Was tue ich? Verzeih mir, mein Wille. Wow, das war, glaube ich... War das Soberan? War das Naurim? Das kann gut sein. Das kann gut sein, Oh, was ist denn da hinten? Da steht auch ein Bogenschütze. Was macht er denn da? Naja. Nun gut, es wird Zeit. Es wird nicht Zeit, warte mal. Warte, ich kann nicht alle erreichen, oder? Dann lieber so. Haben wir nämlich 4 Stück im Visier. Kommen wir auf die Mauern rauf? Nee, ich glaube, die müssen wir aus der Ferne besiegen. Dafür haben wir unsere Schützen hier wahrscheinlich, also die hier stehen. Weiß nicht, ob wir die steuern dürfen oder nicht. Ich glaube eher nicht. Groß angelegte Schlacht. Gefällt mir auch mal richtig gut. So ein richtig großes... Oh, wir dürfen sie steuern. So ein richtig großes Schlachtfeld. Gefällt mir auch mal richtig gut. Die leben alle noch. Das ist aber nicht so schlimm. Wir sollten uns wirklich die hier oben vorknöpfen. 70%, ne, dann nehme ich lieber Nummer sicher. Wir haben sehr viele Schützen mit dabei. Ich habe ja gedacht, wir hätten keine. Aber anscheinend ja doch. Hat sich also erübrigt. Oh, da steckt aber ganz schön was ein. Das ist ein bisschen fies. Mach mal Platz da. Oger muss hier durch. Zwölf Schadenspunkte. Holla. Na endlich. Den ersten hat's erledigt. Glauben wirklich, dass es eine gute Idee ist, jetzt hier rauszukommen und sich gegen Faramut und gegen Takate zu stellen. Mutig! So viel dazu. Ach, ich glaube, wir können... Oh ja, warte, 6 Ziele sollten wir treffen, um den Kampf hier zu vereinfachen. 1, 2, 3 und vielleicht hier hinten noch irgendwas. Oh, ja, das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Da hat der Naurim uns wirklich gute Dienste geleistet. Sehr gute Dienste. Die übliche Taktik.
Wir haben ja genug Tränke mit dabei. Das heißt, wir können ihn auffüllen bis zum geht nicht mehr. Und das gleiche gilt für Cassia. Oh, da ist nochmal Verstärkung gekommen. Heia. Alles klar. Jetzt meinen sie es aber ernst. Ich habe das Gefühl, das könnte eine sehr große, eine sehr lange Schlacht werden. Und hier wird wahrscheinlich noch einiges auf... Aber Moment, also das kann trotzdem nicht die letzte Schlacht sein. Was mir da gerade so durch den Kopf geht, weil... Wenn das die letzte Schlacht wäre, dann hätten wir eben keine Items bekommen, weil es absolut sinnlos ist, noch Items zu bekommen, wenn wir sie nicht mehr anlegen können. Das wäre absurd. Nicht ehrlich, aber... Gucken wir einfach mal, wie sich das ergibt. Nehmen die jetzt da oben trotzdem mal unter Beschuss. Jetzt können wir sie ja schon weghauen, bevor dann letztlich... Noch ein Schwertkämpfer. Alles klar, wir gehen mal hier unten rum. Hoi, 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 hoi. Also da ich vermute, dass das hier ein wirklich langes Stück werden könnte und im Hinblick auf die Folgenzeit. Ich weiß, es ist böse, aber der Sturm auf Mengbila hat begonnen und wir werden ihn... zu einem Ende führen, aber in der nächsten Folge. Und darum bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.